So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich glaube, heute sind wir mit den Minispielen 61 bis 70 beschäftigt. Letztes Mal haben wir ja relativ viele 1 gegen 3. Digga, da wollte ich aber mal sowas von nicht hin. Da haben wir ja alle diese 1 gegen 3 Matchups gemacht, ne? Also, ja, kommt wieder zurück, bitte. Danke. Und heute, ich weiß nicht, ob die weitergehen. Aber wir werden es gleich sehen. Und ja, mal Gegnerauswahl machen wir jetzt mal random, würde ich sagen. Einfach irgendwelche. Wir haben ja eigentlich schon jeden abgezockt, ne? So, wen haben wir denn? Na. Ich will schon noch einen Yoshi nehmen. Na, soll nicht. Digga, jetzt ist vorher gerade alles raus. So, nochmal. Du wählst deinen Charakter aus und dann kannst du auf random gehen, Digga. Da. Luigi, Rosalina und Luigi wollen es wissen. Auf geht es, Freunde. Los geht's. So, Toad ist schon in den Startlöchern, um uns zum freien Minispielort zu bringen. Also Fußball hat schon echt Bock gemacht letzte Runde. So, Computer wieder auf normal, weil schwach, möchte ich gar nicht wissen, was dann passiert. Machen die wahrscheinlich gar nichts mehr. Also, selbst der normale Schwierigkeitsgrad ist teilweise, außer in vereinzelten Spielen, relativ low, muss man schon sagen. So. So, wo waren wir denn? Hier, hinten. Reifenrüpel. Ist das auch wieder? Ah ja, das ist auch wieder 1 gegen 3. Versuche, die Reifen des Teams platzen zu lassen. Das klingt gut. Das machen wir gleich mal. Bin mal gespannt. Okay, Timebot Training. Hä? Okay, also ich kann beschleunigen. Okay. Alles klar. Hab's gecheckt. Okay, das könnte teilweise etwas tricky werden, aber hey. Wir müssen ein bisschen A drücken, um ein bisschen Gas zu geben. Rosalina gleich erwischt. Jetzt bist du dran, Luigi. Jawoll! Voll geowned. Ach ja, geil. Gewonnen! Und nächstes Spiel. Ja, musste ich tatsächlich zweimal spielen, weil da hat sie mich in der einen Runde ganz schön hops genommen. Drehe die Scheibe, damit die Gegner in ein Loch fallen. Teamspieler fallen nicht in ein Loch. Okay. Jetzt bin ich gespannt, inwiefern ich das drehen kann. Okay, das ist... Alles klar. Okay, das stelle ich mir tatsächlich mit normalen Menschen sehr schwer vor, die da reinzukriegen. Here we go. Aber im Computer hier dürfte das relativ gut funktionieren auf normal. Der Typ, den Typ müsst ihr euch mal geben. Der hat es nicht mal gebacken gekriegt, geradeaus zu hupfen. Jetzt bist du auch gleich weg, Rosalina. Jawohl. Also wie gesagt, das ist... Ich weiß jetzt nicht, wie die Steuerungen von den anderen drei waren, aber das sah eigentlich nicht so schwer aus für die Kolleginnen und Kollegen hier. So. Next. Das war Spiel Nummer 2. Oh, Rugby-Rempelei. Ich glaube, da muss ich nur ausweichen, oder? Laufe den Ball bis in die Endzone, dem Stierstopp, den... Okay, die müssen mich aufhalten. Also ich bin hier, ich bin im Ballbesitz und muss hier, Touchdown machen. Okay, Waluigi hat gar keinen Bock, Bruder. Habt ihr das gesehen? Das war passive Art und Weise. Gar keinen Bock heute auf Sportunterricht, Brudi. Ja, wie sie dagegen getreten hat.
Ja, ich marschiere jetzt über links. Nein, das funktioniert nicht. Oh ja, Junge! Da ist er drin! Ja, Waluigi hat's versucht, er kam aber nicht mehr hinterher. Auch ein Megaspiel zu viert. Komplette Eskalation, stelle ich mir davor. Ganz schön spießig. Versuche, die Teamspiele beim Steuern der Spieße zu überlisten. Ich habe keine Ahnung, was wir damit sagen wollen. Aber let's try this. Okay. Jawohl. Oh, nicht schlecht. Alles klar, hab's gecheckt. Hab's gecheckt. Jetzt bin ich echt gespannt. Let's go. Start this game. Alle auf einen Hit, Digga. Jetzt hast du gerade gar nicht mehr gerafft, was abging. Oh, nice. Geil. Ja, das war lustig. So, das war Spiel Nummer 4. Bob-Abfahrt. Ah, das ist jetzt kommen die Team-Games. 2 gegen 2. Wir spielen natürlich mit Luigi, da bin ich ganz dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr dein Computerpartner da Handicap ist. Digga. Okay, also wir müssen einfach nur und dann... Alles klar, die werden wir abzocken, da bin ich mir sicher. Keine Ahnung, wie es dann weitergeht, wenn wir eingestiegen sind. 3, 2, 1. Go, Team Grün, gib Gas! So, Etza. Ich sag's euch, wie es ist, das ist schon der 4. oder 5. Versuch. Nicht so, dass die anderen super schnell sind oder so, aber auf der Lane zu bleiben ist gar nicht so easy. So. Aber ja, ich glaube, man sieht es auch langsam, dass ich schon öfter gemacht habe. Ich strecke langsam aus, wenn ich kann. Das war halt schon wieder Schmutz, sein Urgroßvater. Ah, halt mal, Digga. Richtigen Schmutz, sein Urgroßvater. Achtung, jetzt kommt Schlucht. Ganz entspannt hier. Keine Pace. Alles entspannt lassen. So, hier kommt jetzt so eine Jump-Ding. Auch hier hat es mich schon erwischt. Alter. Ah, davon ist das Ziel, Gott sei Dank. Oh, Alter, hat ja lang genug gedauert. Alter Schwede, das Spiel kann nicht so easy. Schlechter Schmutz. Ah, das Spiel war nicht ganz so meins, aber hey, kann ja nicht jedes perfekt und gut sein. Das, vielleicht macht es zu zweit sogar ein bisschen mehr Spaß. Ah, das sind also diese Zweier-Spiele, wuff. Mal gespannt. Wir machen mal ein bisschen durchmischen. Jetzt bin ich mal mit Rosalina am Start. Würde ich sagen, let's do this. So, was war hier nochmal? Beschleunigen und abbremsen. Ah, an das erinnere ich mich tatsächlich sogar noch. Ja, alles klar, brauche ich nicht trainieren. Kenne ich noch aus den damaligen Zeiten. So, also wir müssen eigentlich richtig Gas geben. Hier fliegst du halt auch wirklich leicht raus. 3, 2, 1, los! Gib Gas, Alter! Also hier einfach, ich empfehle euch hier eher vom Gas zu gehen, als zu bremsen. Ja, schau, die Dullis hat es schon erwischt. Ich muss jetzt eigentlich nur noch nach Hause fahren. Jetzt kannst du voll Gas geben. Jawohl! And that's the win! 28 seconds! Alter, die anderen haben zu viel Stoff gegeben. Ja, Rosalina, Ehrenfrau, richtig gute Teampartnerin hier. Sehr stark. Da war mehr Chemie da als mit Luigi gerade. So, das war jetzt schon unser 6. Spiel, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, genau. Jetzt kommt Nummer 7. Was ist das hier wieder? Die Spieler eines Teams müssen ihre Füße gleichzeitig mit dem Voranzug. Ach du Scheiße. Komm, wisst ihr was? Wir machen ja auf. Wir sind ja ehrenvoll.
Aber mit Waluigi gegen Luigi und Rosalina. Okay. Okay, alles klar. Wollen wir lang üben? Ihr wisst Bescheid. Okay, das ist mit dem Computer, glaube ich, leichter, als wenn man es wirklich mit Kollegen spielt. Shit. Okay, okay. Das war noch. Die zwei da drüben haben es voll verkackt. Oh, ganz gut funktioniert. Zu gut. So, nächstes. Das war ganz lustig. Das stelle ich mir halt auch lustig vor, wie Sau. Hockey-Duell. Das ist unsere Nummer 8. Schießt den Panzer ins gegnerische Tor, es gewinnt das Team. Oh, ja. Darf ich Rosalina in meinem Team haben? Let's do this. Let's do this. Okay, ich bin Keeper. Okay, Leute, ich glaube, das brauchen wir nicht großartig trainieren. Wir wissen Bescheid. Ihr seht, Rosalina ist scheinbar der Pro in dem Game. Let's go. Mal gucken, ob überhaupt was zu mir durchkommt. Alter, was geht mit Rosalina ab, Digga? Habt ihr das gesehen? Ich habe noch nicht einmal den Ball, also den Panzer berührt. Wow. Jetzt musste ich aber. Ah, wir machen das stark. Das läuft stark, Digga. Rosalina, was war das? Okay, Rosalina. Luigi, voll der Dulli. Zu gut. Alter, Rosalina ist hier MVP gewesen. Also richtig stark. Richtig stark. Alter, hat die Typen abgewehrt. Übel. So, der große Knall. Nummer 9. Pumpt Luft in den Bowser, bis er platzt. Achtet auf eure Anzeige und pumpt stets möglichst viel Luft auf einmal. Ah, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gespielt. Sogar schon in der Version. Ah, ihr müsst hier immer ein bisschen länger pumpen. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Ist jetzt nicht schwer. Mal gucken, wie das läuft. Ich glaube, wenn ihr hier schnell spammen, bringt es gar nicht. Richtig schön voll machen. Und dann rauspumpen. Richtig voll. Und raus. Richtig voll. Und raus. Jawoll. Ja, ihr seht auch schon, wir sind schon deutlich weiter als die anderen. Unser Platz doch gleich. Ist schon so richtig dick. Jawoll. Luigi. Geowned, Digga. Sehr nice. Also, auch das ist auch ein bisschen eine Technik-Sache. Also, wenn ihr wisst, was ihr tut. So, was haben wir hier? Kuchenfabrik. Zu unserem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spiel. Also, und letztes Spiel für heute. Für diese Folge. Wir nehmen mal Waluigi wieder. Ach nein, sorry, ich spiele gerne mit Rosalina. Die ist einfach gut. Belegt im Team einmal die Kuchen. Ein Spieler platziert die Kuchen, der andere Erdbeeren. Okay. Okay. Erdbeerkuchen, Gott, wäre das jetzt geil. Okay, was ist jetzt mein Job? Okay. Ah, okay. Alles klar, hab's gecheckt. Also, ich bin der Erdbeermann und sie ist die Kuchentante. Das war Schmutz. Ich werde das wieder gut machen. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier verlieren, dann liegt's an mir.
Und? 7 zu 4, Digga, obwohl ich komplett scheiße war. Passt! Das Team, das ist unschlagbar, auch wenn. Also Rosalina hat da gut performt. Ich war da ziemlich schlecht. Gebe ich offen und ehrlich zu. Backen ist nicht so meins. Gebe ich echt zu. So. Neue Sticker in Toes Laden, Digga. Ah, alles klar. Leute, und wir sind wieder am Ende dieser Folge. Es hat mir wieder mal unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns in den nächsten 10 Minispielen. Haut rein. Da wenn du runterfällst, glaube ich, hab ich das richtig verkackt. Und kaum sage ich's, mach das auch. Und dann ist vorbei. Ja, Digga, das ist ja Rotze. Ja, dann her damit, Luigi. Wie viele Versuche habe ich eigentlich? Okay, das war schlecht. Darf ich von dort jetzt weitermachen? Nee. Hä, ich habe nur einen Versuch? Real Talk? Okay, das war eine Abzocke. Alter, Rosalina macht mich hier alle. Das wird... Oh, was zum Teufel? Ah, hat sie mich gleich hops genommen im ersten Game.